Du hast vor 14 Jahren, war das, als du den ESC gewonnen hast. Wir haben über diese, gehörst ja in Deutschland auch zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen und sprichst ja aber auch sehr oft über Selbstzweifel. Wie geht das zusammen, habe ich mich gefragt. Ich weiß nicht, vielleicht gehört es zu einer gewissen Sorte von Künstlertum dazu. Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, werden ja die ganze Zeit bewertet. Mhm. Und nicht nur bewertet, sondern auch beurteilt oder verurteilt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Dünger für so ein Selbstwertproblem. Du hast aber ja gerade gesungen, ich bin mir jetzt treu, möchte mich kennenlernen. Ist das sozusagen vielleicht jetzt auch ein Schritt weiter? Also ist das so eine Art zu sagen, ich komme besser mit den Selbstzweifeln klar? Also ich habe das Gefühl, ich bin auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg. Und ich bin ein bisschen mutiger geworden, nicht mehr ganz so arg gefallen zu wollen. Hast du eine Ahnung, woher das kommt? Also gibt es das in deiner Familie? Hat deine Mutter das? Oder gab es das irgendwie, weiß nicht, bei deinen Großeltern oder sowas? Dass diese Art von Selbstzweifel, dass man immer denkt, so man ist nicht gut genug. Meine Oma war auf jeden Fall ein großer Zweifler meiner Musik und meiner Karriere. Oh, inwiefern? Nicht, dass sie das nicht toll fand oder so, aber dass sie, irgendwie hat sie mir immer so gesagt, aber du kannst doch eigentlich gar nicht so richtig. Oh. Was? Nee. So. Und das, ich glaube, das ist so eine Generationssache auch noch. Also, ach so, sagt man, du sollst lieber was Ordentliches lernen. Genau, mach lieber was Richtiges. Okay. Und das ist ja, irgendwie ist das ja, und wann studierst du denn jetzt? Und, wann machst du das denn? Und irgendwie ist das bei mir so hängen geblieben, dass es gar nicht mal so irgendwie gut ist oder wichtig ist, was ich mache. Und glaube, habe das auch so, ja, so ein bisschen verinnerlicht, dass ich das doch eigentlich gar nicht so gut kann. Wenn du so zurückkommst, würdest du dann sagen, das war eher Fluch oder Segen, dass du damals den ESC gewonnen hast? Absoluter Segen. Absoluter Segen. Also ich liebe das, was ich mache, und sonst würde ich das nicht machen. Deswegen war es ein absoluter Segen, und ich will um keinen Preis der Welt das nicht mehr haben. Ich Aber bin schön, dass du es sagst, weil ich habe mich vorhin, als ich mit Paula geredet habe, nicht getraut, dich zu fragen, wie du guckst du drauf zu. Doch, 100% ja. Alles, was damit kommt. Ja.